Vielleicht hat der Joint was damit zu tun. Ich weiß es nicht, Bro. Vielleicht. Ja, vielleicht. 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 Einfach rauslassen. Okay. Ich kann dir nicht abhauen. Also wäre schlecht, wenn ich auf einmal... Also das war nicht das, was ich machen wollte. Ah. Ja, ich meine, so unwahrscheinlich ist es nicht, dass mir jemand entgegenkommt hier, oder? Scheiße. F7 oder 13? Danke. Hallo? Hilfe! Verzeihung? Junger Mann? Beeil mich ein wenig. Schönen guten Tag. Guten Tag, hast du dich verlaufen oder was? Ich will gar nicht wissen, was passiert ist, Mann. Ich bin gerade auf die Nase gefallen und plötzlich bin ich hier wach geworden. Magst du mir ein Stück mitnehmen? Ja, wo musst du hin oder was? Nun, wo bist du denn? Hast du Bock, mich zum Baumarkt zu bringen, Mann? Ich hab, wurde ja eingebürgert. Du bist ein Schatz, Alter. Ich steig ein. Ja, kein Thema. Danke, Bruder. Wie ist dein Name? Mario. Mario, schön dich kennenzulernen, Alter. Weißt du, ich war gerade eben am Stadtpark und habe allen Leuten gesagt, dass ich nicht einen einzigen Freund habe. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe einen Freund gefunden. Der wollte mich gerade zum Baumarkt fahren und da bin ich außerdem aus dem Auto ausgefallen. Und jetzt bist du hier und hilfst mir. Ich habe das Gefühl, du bist ein echter Freund. Ja, ich bin freundlich, sagen wir es so. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Du hast doch meinen Namen schon gefragt. Hast du ihn das genommen oder was? Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich rauche gerade einen Amnesia-Joint, Bro. Ja. Komm zum Stadtpark. Du musst auch drin sein, das ist ja normal. Ja. Was ist das? Kennst du diesen Ex-Präsidenten, diesen Damm? Oh nein, hat der damit was zu tun? Ja, der hat so eine Mauer gebaut. Warum? Ja, damit wir oben im Norden unsere Ruhe vor den ganzen Idioten aus dem Süden haben. Moment, aber sind wir nicht jetzt im Norden? Und kamen wir nicht aus dem Süden? Wir sind jetzt im Norden, so ja. Oh, verstehe, was meinst du, Mann? Oh, Bro! Ich lebe hier oben und in der Stadt leben die anderen. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass mir das hier oben deutlich besser gefallen könnte mit so Leuten wie dir, als da unten mit diesen abgefuckten Parkgangstern. Ja, du solltest dir da tatsächlich Gedanken machen. So. In der Stadt gibt es, ja, ich weiß nicht, so jede zweite Straße hat irgendwie eine Farbe mit irgendwelchen Gangstern, die bevor sie schießen, reden so. Aber die sagen meist nur, yo, Motherfucker, und schießen dann so. Ah, ich weiß, Mann. Die haben alle große Schnauze, aber haben nicht viel dahinter. Ich verstehe schon, was du meinst, Mann. Ja, das ist tatsächlich richtig, aber es sind halt viele, das ist ein Problem. Wenn du mal irgendwie dir überlegst, ein Auto zuzulegen, so, ja, da kriegst du so die guten alten Schrottkarren für Anfänger, so. Weißt du was? Ja. Das werde ich beherzigen und ich werde mir jetzt eine Karre holen. Magst du mich vielleicht noch kurz vorbei? Ach, weißt du was? Ich laufe einfach. Mario, ja, du hast mir sehr geholfen. Theoretisch kannst du auch hinlaufen, das ist nicht so weit. Also eben. Das geht schon klar so. Yo. Hallo? Gut, Mann. Nee, Mann, Alter. Mir ging selten so scheiße. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mir ordentlich was durchgezogen habe, ist fucking 2 Jahre her, Mann. Wie soll's mir gehen? Oh, Mann. Oh, runter, Alter. Was ist denn falsch bei dir? Sorry, Mann, Alter, ich bin vielleicht... Ich bin ein bisschen geladen. Oh, wow. Oh, Alter, was soll die... Das hier ist so eine Schlägerei, oder was? Wir haben so behandelt hier, oder was? Komm mal runter. Meine Fresse. Verzeihung. Der ist Mexikaner, der weiß nicht, wie das bei uns so läuft. Oh, okay, das kann ich nachvollziehen. Der war nicht wirklich freundlich, sind wir ganz ehrlich. Normalerweise, wenn ich gepuncht werde, muss ich zurückpunchen. Oh, das tut mir sehr leid. Ey, warte mal kurz, du Mexikaner. Monsieur, kein Problem. Dieser Mann hat eine richtig coole Kette drum. Dies? Nein, diese hier. Diese rote Rakete. Danke, Mann. Coole Kette, Mann. Das ist meine Kette, um Kontakt zur Spiritwelt aufzunehmen. Was? Spiritwelt. Das ist kein Scherz, Bro, Alter. Ich hatte mal so eine lange Tunnelfahrt, dass ich gesehen habe, was am Ende dieses Amulett war. Habe ich mir das gemacht? Ich glaube, das war eine lange Leine. Nee, nee. Ich habe es irgendwo am Strand gekauft für 5 Euro. Also es war ja relativ günstig. Aber ich dachte, ich erzähl mal die Geschichte. Ich finde deine Schuhe voll geil. Danke, Bruder. Ich wünschte, ich könnte das gleiche über deine sagen. Meine leuchten, ja. Mich sieht man überall. Nun, ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man in der Schule über Fortnite redet. Oh, verzeihung. Ja. Ich rede ein bisschen aus meinem Po heraus. Kommt dein Po, yo. Boah, oh. Scheiße. Verzeihung. Entschuldigung. Oh Mann, nee, ich geh weg. Das kommt. Nein, das könnt ihr euch alleine die Nase ziehen. Was denn? Los. Der hat eine ziehen lassen. Auf Wiedersehen, Cornius. Ja, tschüss.
Meine Fresse, nur Arschlöcher hier. Gibt es ja eigentlich keine Menschen, mit denen ich gerne rede? Damn, Moment! Ist Wasser reingelaufen? Läufst du noch? Lass mich nicht in den Stich, Baby! Lass mich im Stich, Mann! Fuck! An Land, Mann! Dankeschön. Was ist das Problem? Ach, scheiße, Mann. Bin mitten im Nirgendwo. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Uwe Kaika, Uwe mein Name. Ein wunderschön. Hallo. Ich bin derzeit in einer sehr, sehr misslichen Situation und würde ganz gerne polizeilichen Rat brauchen, um hier aus der Situation wieder herauszukommen. Ja, natürlich. Was kann ich dir bitten? Also, ich war derzeit unterwegs im schönen Grün und habe nichts Böses gedacht. Habe eine kurze Pause gemacht mit meinem Motorrad an einem sehr schönen grünen Picknickfleck. Und dann kam ein, ich gehe davon aus, dass der Mann, ich weiß nicht genau, wie der Mann aussah, aber von Zeugenaussagen her wurde er als schwarzer Mann bezeichnet, der mein Fahrzeug ins Wasser reingeschubst hat. Seitdem ist das Fahrzeug nicht mehr benutzbar und ich bin mehr oder weniger hier gestrandet. Wie gehe ich mit der Situation am besten um? Schick uns ins Dispatch, ich komme sofort vorbei. Wir haben leider derzeit nur eine Streife draußen, dann komme ich persönlich. Sie sind ein wahrlicher Schatz. Vielen lieben Dank. Alles klar. Schick uns einfach ein Dispatch. Ja, klar. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja. Wollen wir mal gucken, wer schneller kommt. Wie schicke ich ein Dispatch raus? Moment, habe ich jetzt schon ein Dispatch rausgeschickt mit dem Anruf? Damn, ich bin klug. Tom Capocro, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, Uwe Kaika, Uwe mein Name. Derzeit bin ich gestrandet auf dieser Insel, tatsächlich, ja. Ich befinde mich in einer Situation, aus der ich mich mit eigener Kraft nicht hier raus befördern kann. Und da dachte ich mir, rufe ich Downtown Cap Corporation. Können Sie uns ein Dispatch schicken, dann helfen wir Ihnen. Nun, die Frage ist, was wird denn sozusagen für solch eine Fahrt einge... Oh, Hilfe, Hilfe! Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja. Hallo? Entschuldigung, musste gerade ein sehr wichtiges Telefonat mit einer guten Freundin führen. Kein Problem, das kann ich so gut tun. Oh, schön Sie zu sehen. Mein Name ist Uwe Kai, Kai Uwe. Wie ist Ihrer? Meiner ist Luna Lundström, die SD70. Verzeihung, ich konnte Sie akustisch leider nicht verstehen. Mein Name ist Luna Lundström, ich bin die SD70. Oh, FD70. Wirklich sehr schön. Ich glaube, der Fluss ist einfach saulaut, Mann. Aber schön, Sie kennenzulernen. Nun, freut mich ebenso. Schauen Sie mal darüber. Da. Oh. Da ist das Problem. Irgendein Lump hat einfach mein Fahrzeug da reingestoßen. Und ich rede nicht von dieser Brücke hier. Ich rede von der großen Brücke da drüben hier. Das Ding ist hier die ganze Zeit runtergeschwommen, bis an diesen Punkt. Und ich hinterher, weil ich dachte, das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich mein Fahrzeug zurückbekomme. Dann versuchen wir doch mal, die Mechaniker. Das ist auf jeden Fall eine großartige Idee. Da bin ich noch gar nicht selbst drauf gekommen. Guten Tag, Herr Kleber, die Luna Lundström. Ist okay, kein Problem. Passiert mir auch öfter, die Laschli nicht zusammen. Wir haben ein Problem. Ich würde ein Dispatch schicken. So, wenn es sich hört. Ist Ihnen kalt? Ach, nein. Unsere Hände haben sich gerade nur aus Versehen berührt und da bin ich auch kurz zusammengezuckt. Ich schicke euch mal ein Dispatch. Ja, hier ist ein Motorrad. Oh. Frauen riechen einfach wundervoll. Ja, ist absolut kein Problem. So, die Mechaniker haben sie einfach noch nicht gefunden. Wir sind unterwegs. Oh, tatsächlich. Hi. Ja. Meine Güte, Hand in Hand, sage ich immer. Das funktioniert hier nur mit Teamwork. Teamwork. Woo! Ja, wäre schön, wenn man das dann die Angst aufzusagen könnte. Naja, das ist egal. Ja, bitte? Ja. Also, Herr Uwe Kai? Hey, Uwe Kai. Ja, bitte? Okay, hätten Sie einmal einen Ausweis nehmen? Selbstverständlich. Klar, Moment. Das wäre super. Ich kann Ihnen dann auch mal... Das Problem ist,
Ich befürchte, mein Ausweis ist irgendwo im Wasser. Oh nein. Ich kann kurz am Moped gucken, ob er da irgendwo rumliegt. Aber ich habe das Ding halt wie wild rausgeschoben. Ist wirklich notwendig. Kai-Uwe Streuner, wir können gerne eine ID laufen lassen. Vielleicht das Bild abgleichen. Das bin ich. Okay. Streuner, Nachname. Vorname Kai-Uwe, ohne Bindestrich. Ich notiere das. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Hallo, Herr Kleber. Einen wunderschönen guten Abend, Jürgen. Na? Abend. Abend. Ich sehe schon das Problem da hinten. Ja, ganz genau, die Rostmühle. Irgend so ein Dude hat mir die reingeschmissen. Okay. Ja. Ich sag mal so, die Zeugenbeschreibung ist derzeit nur, die Person hatte eine etwas dunklere Hautfarbe, aber wir wollen noch zu keinen panischen Sprüngen sozusagen kommen. Ihr wisst, immer im Zweifel für den Angeklagten. Guten des Angeklagten. Wow, das ist verdammt klug. Ja, korrekt. Sehr schön. Das heißt, sie wollen keine rassistischen Äußerungen sozusagen. Das ist korrekt, ja, aber ich wollte trotzdem, ne, wie soll ich das formulieren, möglichst präzise Zeugenbeschreibung machen. Da muss ich jetzt verstanden, wie es gemeint war, ja. Das ist sehr gut. Sehr freundlich von dir und dir. Also von Ihnen und Ihnen. Alles gut. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was man da irgendwie mal machen kann mit dem Teil. Das ist auf jeden Fall eine großartige Sache, glauben Sie mir. Ich bin schwer überfordert. Nee, ist okay. Der Kollege, der versucht jetzt erstmal hier schön durch den Fluss zu schwimmen. Okay. warum das? Man kann doch einfach über die Brücke gehen und da vorne runter. Ja, ich gehe da hinten runter und probieren mal erstmal. Das Bauchwitz. Wir gehen mal rüber. Alles klar, ich komme sofort nach. Verzeihung. Ich meine, ich gehe am besten erstmal eine Decke hoch. Herr Streuner. Verzeihung. So. Check, da steht eine Mole quer schon seit mehreren Stunden. Keine Gefahr mehr. Verzeihung, wie war noch gleich Ihr Name, wenn ich nochmal bitten dürfte? Klar, Moment, Herr Schon. Natürlich. Hey, mein Motorrad läuft wieder. Check, weiß ich nicht, aber Scheiß. Check. Ich werde auch eine Decke für Sie, ja? Korrekt, ja. Ich hatte gerade die Frage, wie war noch gleich Ihr Name, Vor- und Zunahme? Ich habe den leider nicht ganz verstanden. Luna Lindström. Luna Lindström. Oh. Lindström. Oh boy. Das ist die zweite Luna, die ich kennenlerne. Ikea nennt man mich auch gerne. Entschuldigung. Ja, bitte. Sie müssen auf jeden Fall gleich mit rüberkommen, Ihren Motorrad ausmachen. Es läuft noch die ganze Zeit. Sie haben auch vielleicht keinen Sprit mehr drin. Oh, okay. Deswegen seien Sie mal bitte so gut schnell rüber und ausmachen. Klar, geben Sie mir einen Moment Zeit. Ich muss kurz die Situation nutzen. Ist okay. Ich kann Sie auch gerne ablösen. Oh, kleiner Moment, ich komme sofort nach. Also zumindest, was ich Ihnen sagen wollte, Frau Luna, jetzt wo wir in diesem romantischen roten Bremslicht stehen, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich sehr entzückt bin, wie Sie mir geholfen haben und wollte mich persönlich nochmal bedanken. Das war wirklich sehr freundlich. Das ist kein Problem, das ist mein Job. Im Fall der Fälle, dass, wie soll ich das formulieren, dass Sie irgendwann mal Feierabend haben und vielleicht eine Begleitung für den Abend suchen, ich wäre sehr gerne bereit, Sie zu begleiten. Natürlich. Na, fantastisch. Warum nicht? Gut, dann möchte ich einfach nur klare Verhältnisse machen. Das ist so mein Ding. Ich finde, Sie sind eine bezaubernde Dame mit einer sehr attraktiven Stimme und ich würde Sie gerne besser kennenlernen. Falls dies auf wie soll ich das formulieren, auf Gegenseitigkeit beruht, Sie wissen, wie Sie mich kontaktieren. Kai-Uwe Streuner. Vielleicht ein bisschen verrückt, aber treu. Alles klar, Herr Streuner. Okay, dann. Haben Sie denn eine Personenakte bei uns? Selbstverständlich, klar. Durch die Einbürgerung, richtig? Nein, das PD und das SD legen extra Personenakten zu. Oh, nö, Quatsch. Ich bin ja eine weiße Weste, richtig? Wenn Sie eine haben, haben wir auch keine Personenakte zu Ihnen. Nun, ich sag mal so, wenn Sie tatsächlich eine Personenakte über mich anlegen sollten, dann nur, weil möglicherweise ich vielleicht, als ich in der Suppenküche ehrenamtlich gearbeitet habe, I don't know, vielleicht irgendjemand mit heißem Zeug besprüht habe oder so. Ich bin dann wirklich ehrenhafte Haut. Ich würde Sie niemals anlügen und ich würde niemals Tatsachen verdrehen, denn das würde den Prinzipien von Kai-Uwe Streuner widersprechen. Ja, das hoffe ich ja wohl, dass Sie mir immer die Wahrheit sagen. Nun gut, Luna 2, dann werde ich mal kurz zu meinem Motorrad gehen. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Gut, auf Wiedersehen. Moin Jungs! Oh je, gibt's Probleme? Wow! Der Mann hat's drauf! Wir haben Zündkerzen getauscht! Nicht schlecht, Diggi! Wasser rausgelassen! Funktioniert!
Oh, sie sind... Oh, 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 Vorsicht! Uiuiui. Sie sind der Beste, dankeschön. Warte, ich steig kurz auf und pack das richtig hin. Ich dachte, das hier so rumliegt, ne? Oder ich empfehle, ganz dringend zu einer Tankstelle zu fahren. Okay. Ganz dringend. Und sehr, sehr schnell. Ansonsten sind wir gleich wieder da. Okay, okay, alles klar. Werde ich machen. Ich möchte aber allerdings würde das jetzt auch noch was kosten. Aber ja. Allerdings ist die Polizei gerade nicht mehr da und, okay, was kostet's? Wirklich? Sie kennen mich doch. Mach mal kurz. Ich muss ins Telefon. Jo, ist die Leitstelle lieber. Prinzipiell für kurzes Umparken 75 Dollar. Ja, da wollen sie sich aber bezahlen lassen, sag ich mal, ne? Naja, wir sind immerhin mit einem LKW rausgekommen, relativ lange gefahren. Also soweit ich weiß, ja, die ist ja schon, weiß nicht wie lange her. Karte haben Sie mit? Selbstverständlich. Stellen Sie mir die Rechnung. Genau, die sind praktisch frei. Okay. Motor wurde gestoppt. Alles klar. Wissen Sie Bescheid, ciao, ciao. So, bitte einmal PIN eingeben mit grün bestätigen, bitte. Sie sind ein Engel. Danke vielmals. Dankeschön. Wie waren Ihre Namen noch gleich? Isaac. Verzeihung, hier, der Mann, der wichtiger war. Wie war Ihr Name noch gleich? Kleber, Nico. Ach, Kleber. Sehr, sehr angenehm. Schön, dass Sie, Sie in der Nachbarschaft zu wissen. Männer wie Sie braucht dieses Land. Auf Wiedersehen, mein Herr Kleber. Bis bald. Ja, dankeschön. Wie gesagt, tschüss. Ganz schnell zur Tankstelle fahren. Selbstverständlich. Wo haben Sie die Nummer wenigstens klein gemacht? Oh, Moment. Ich sag nicht, der Tank ist leer. Ich glaube, der Tank ist leer. Können Sie mal kurz aufsteigen und gucken, ob das Ding fährt? Nun, die Nummer nicht geklärt, aber zumindest einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hoffentlich. Oh, was zum Teufel? Sag mal. Na, ist doch offen. Woher werden wir hier so ein bisschen mal hin und her? Also, es schwappt auf jeden Fall noch was hin und her. Hm. Es ist noch was drin. Na gut, okay. Also, wie gesagt. Schauen wir doch mal. Oh, besten Dank. Ich gebe Mühe. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao. Erstmal wieder Musik. Damn! Ich liebe das Lied. Ach, scheiße. Hallo, hallo, ich bin's. Fuck. Ach, whatever. Ja, da sind wir wieder. Status quo. Moment, wie viel Kohle habe ich dabei? Ja, ich habe nur eine Menge Geld dabei. Kaufen wir einfach ein neues Auto. Ah, hier unten ist der Schrottplatz. Nice. Hier ist der andere Schrottplatz. Komm, wir holen uns diesmal hier eins. Auf geht's. Ah. Oh boy. Ein neuer Tag im Paradies. Nur gut, dass ich mein Lieblingslied mitgenommen habe für besonders schlimme Momente. Moment. Hier ging nochmal gleich der Name. Banda. Anarchy. Schauen wir mal, was ist das hier? Oh, so somebody on Twitter just was like, how old is Anarchy? Anarchy's 47 years old, but that's in Anarchy years. You can't judge that by fucking human years or dog years. I age like differently, like, you know what I mean? Look at this. Fucking 47 years old. Who looks like this at 47 years old? I really like it. I can really appreciate the hands up. The effort it took for the fans to put it together, the time it took, and I was very flattered by fuck. It. Really. Fuck. Ich komme in Frieden. Ja, hallo. Der Herr, wie heißen Sie? Schönen guten Tag, Fischer mein Name. Den Ausweis. Wie genau? Oh mein Gott. Ihren Ausweis, sofort. Okay. Ich stelle mich auf Ihnen vor. Mein Name ist 8.
Schönen guten Tag. Korrekt, ja. Verzeihung? Ich war jetzt. Korrekt, ja. Ich war jetzt zum Fischen gerade eben. Hab ich gerade gesagt. Es ist saulaut hier. Aha. Wollen Sie mich verarschen? Nein. Ich hoffe, weil das wäre keine gute Idee. Eben drum, ja. Dachte ich mir. Sie reden ziemlich böse. Ich hab ein bisschen Angst, um euch zugeben. Alles gut. Wir wollen Ihnen nur helfen. Okay, wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Das spielt. Aber haben Sie nicht gerade gesagt, Sie stellen sich auch vor? Ja, richtig. Sie können mich 8. Ich bin die 8. Das hört sich an wie eine Zahl. Sicher, dass Ihr Namen... Richtig. Wir sind nummeriert. Oh. Ich stelle die Frage, nicht Sie. Moment. Und ich mache ein Angebot. Okay. Und zwar, dass das Ihnen befolgt. Bin da. Einsteigen. Ich muss zugeben, ich fühle mich irgendwie immer ziemlich cool, wenn ich Beifahrer sitzen darf. Labern Sie mich nicht voll. Okay. Ich habe gerade erst angefangen. Abfahrt in deine Luft. Geht's Ihnen gut? Haben Sie schon wieder eine Frage gestellt? Nein, nein. Ich habe mir eine Sorge gemacht, tatsächlich. Okay, ich guck nach vorne. Sollten Sie mich noch einmal unaufgefordert ansprechen oder eine Frage stellen, dann werden wir unser Ziel, glaube ich, nicht gemeinschaftlich erreichen. Okay, das kann ich nachvollziehen. Darf ich mit einem der anderen Zahlen sprechen? Nein. Okay. Sie haben schon wieder eine Frage gestellt. Ich weiß, Sie haben sie aber beantwortet. Nur weil Sie beantwortet, stelle ich weiter. Es tut mir leid. Seien Sie ruhig. Okay. Oh boy. Wenn das nicht meine Mauer ist hier, ha? Huh? Aussteigen. Okay. Jetzt dürfen Sie bitte einmal sprechen. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? War diese Ansage nicht klar und deutlich? Was habe ich Ihnen gesagt? Wiederholen Sie es jetzt. Jetzt okay. Dürfen Sie sprechen. Ich darf nicht sprechen, haben Sie gesagt. Und was haben Sie getan? Wochen. Möchten Sie, dass dieser Tag der letzte Tag Ihres Lebens ist? Ich frage Sie direkt. Ich glaube, ich kann darauf verzichten, Sie zu fragen, ob es eine rhetorische Frage war. Ich möchte nicht, dass dies mein letzter Tag des Lebens ist. Dann folgen Sie unseren verdammten Anweisungen. Okay, Herr 8. Und wieder einsteigen. Moment, was zum Teufel? Sie sollen sich nicht an den verdammten Wagen hängen, sondern einsteigen. Damit es Ihnen vielleicht leichter fällt, erzähle ich Ihnen ein bisschen was. Okay. Wir werden Sie von einem Ort bringen. Okay. Von einem Ort, den Sie in unseren Augen benötigen. Oh. Ein Ort, an dem man mit ihm sprechen kann. Okay. Wir glauben, dass sie ein bisschen anders sind. Ach. Okay. Als so manch andere. Und dass sie vielleicht tatsächlich mal mit einem Spezialisten sprechen sollen. Okay, das kann ich nachvollziehen und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich habe sie nicht aufgefordert zu antworten. Mir ist der ernste Lage bewegen gewusst, oder? Und Sie haben das Scheiß-Handy schon wieder da. Ich spiele nur Flappy Bird! Oh. Moment, wurde ich angewiesen, das Fahrzeug zu verlassen?
jetzt folgen Sie mir. Wenn Sie mich noch einmal an der Nase rumführen, werde ich Ihnen in Ihr verdammtes Bein schießen und Sie hinter mir herschleifen. Haben Sie das so verstanden? Leider. Gut, leider. Dann folgen Sie mir. Okay. Hier rein. Okay. Warte, bis hier drin sind. Okay. Oh mein Gott. Fuck is happening? Oh. Wissen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man bei... Das, was ich gesagt habe, zählt immer noch. Entschuldigung. Die Wahrscheinlichkeit ist geschwind gering, wenn man beim Mörder ins Auto einsteigt und woanders hingefahren wird. Zahlencode eingeben. Drehen Sie sich mal bitte nach da hinten. Okay. Welche Nummer haben Sie? Okay, Entschuldigung. Und du bist eine 6, Mann. Ja, Mann. Du bist eine 6. Kenne ich daran, wie du guckst, Mann, und wie du dich verhältst. Weißt du warum? Weil 6 meine Lieblingszahl ist. 6 ist meine Lieblingszahl, nachdem 7 meine Lieblingszahl war, aber dann habe ich mitbekommen, dass 7 eine Unglückszahl ist. Und dann habe ich da mich quasi umentschieden. Oh, was zum Teufel, habe ich mich umentschieden und dachte mir, dass 6 doch eigentlich ganz in Ordnung ist. Und du siehst aus wie eine 6, Mann. Eine solide 6, kein Scherz. 6 bedeutet übrigens, dass du vor 8 rekrutiert worden bist. Ist ja das eindeutig? Das bedeutet, du bist quasi ein Ticken, na, 2 Ticken cooler. Vielleicht sogar 3, wenn man. Nun folgen Sie mir einmal hier rein. Oh. Moment. Und Sie setzen sich auf diese Stuhl. Okay. Bekomme ich Ärger, wenn ich sage, dass ich mich nicht hinsetzen kann? Warum können Sie sich nicht hinsetzen? Einfach hinsetzen. Sie setzen sich einfach auf den verdammten Stuhl. Oh. Was ist daran so schwer? Nun, kann ich nicht vielleicht einfach hier stehen bleiben? Nein, Sie setzen sich jetzt auf den verdammten Stuhl rauf. Oh nein, Sie wissen, dass das zusätzlichen Druck auf mich ausübt. Derben oder Stuhl? Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich mich auf den Stuhl setze. Okay, ich glaube, da muss tatsächlich noch mehr Arbeit geleistet werden. Es tut mir schrecklich leid. Vornherein dachte. wenn Sie noch nicht mal wissen, wie man sich auf den Stuhl setzt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe permanent Angst. Sie kommen mit Gewehren und bringen mich um. Dann... Oh. Halten Sie sich hier drin einfach auf und... Okay. Es wird gleich jemand kommen, der sich um Sie kümmert. Okay, danke schön. Bleib hier und beweg mich nicht sonderlich weit weg. Okay. Wir stehen vor der Tür. Okay. Und verhalten Sie sich normal gegenüber der Person, die kommt. Okay, versprochen. Zumindest so normal, wie Sie es hinkriegen. Ich hoffe, die Person kriegt Sie wieder hin. Okay. Sonst müssen wir sie entnehmen. Oh. Das wäre dann kein schönes Ende. Okay, ich verstehe das. Wenn die 6 und die 9 zusammen auf Streife gehen, dann ist es 69 on the road. Ich werde sterben. Hm. Wo ist der denn? Ah, der Psychologe. Der letzte Psychologe ist ja. Hallo, Herr Eich. Professor! Der Professor Eich? Vermutlich nicht, sind wir ganz ehrlich. Die Frage ist, wie alt ist Professor Eich, wenn er heute noch am Leben wäre? 40? 50? Ich weiß nicht, ob ich diese Samen hätte nehmen sollen. Ich meine, ich hatte die Wahl zwischen Schillock und Glumanda. Alles klar. Jeder hätte Glumanda genommen, deswegen wollte ich nicht Glumanda nehmen, aber Schillock war low. Jetzt bin ich hier. Guten Tag, der Herr. Ich glaube, dieser Samen war die richtige Wahl, obwohl ich ihn hätte niemals. Hallo, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Professor Eich!
Sie sehen ganz anders aus. Ich bin Herr Eich. Freut mich. Haben Sie damals... Also ich meine, waren Sie die Person, die in Alabasta gelebt hat? Nein, das war ich nicht. War das mit Tanya City? Also meine Erinnerung ist gerade ein bisschen schwach. Aber ich weiß, dass es irgendwie in die Richtung ging. Verzeihung. Ja. Kein Problem. Ich bin hier, um mal mir anzuhören, wie Ihr psychischer Stand ist. Deutet, wie es Ihnen geht, weil ich habe sehr, sehr komische Dinge von Ihnen gehört. Oh, kein Problem. Nun, ich bin ein sehr, sehr polarisierender Charakter. Zumindest wurde mir das öfters gesagt. Ja, ich setze mich auch mal hin, wenn das okay ist. Selbstverständlich. Möchten Sie sich zu mir setzen oder möchten Sie sich auf das Bett setzen? Ach, ich setze mich doch hier aufs Bett. Okay, kein Problem. Herr Eich, so, ich bin bereit, Ihnen zuzuhören. Ja, ich möchte erstmal hören, wie Sie hier im Staate angekommen sind und wie es Ihnen ergangen ist hier. Muss zugeben, das erinnert mich ziemlich stark an die MPU, die ich mal hatte. Gibt es so eine Art Vorkurs für die Sache hier oder ist die Sache jetzt schon gegessen? Ich höre mir erstmal an, was Sie zu sagen haben. Okay, also folgendermaßen. Ich bin hier angekommen und war in diesem Flughafenterminal und habe mit diesem Mann gesprochen, mit Herrn Gamschi. Gamschi war, glaube ich, sein Name. Der Typ, sein Kollege war Frodo. Wissen Sie, was ich meine? Aber der hat nichts zu tun mit denen, die Ringe oder so weiter irgendwie wegbringen wollten nach Mordor. Zumindest, Sam war ziemlich gemein zu mir und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Sam vielleicht gemein zu mir ist, weil, wie soll ich das formulieren, weil ich dachte ehrlich gesagt, Sam hat was Persönliches gegen mich, weißt du? Und dann habe ich festgestellt, vielleicht ist Sam einfach nur ein unausgelassener Dude. Und dann hatte ich meinen ersten psychologischen Test, ähnlich wie diesen hier. Und währenddessen ich quasi in diesen psychologischen Test eingebunden war, wollte ich quasi das Beste geben und wollte beweisen, dass, wenn ich quasi nur daran glaube, gute Dinge zu tun, dass ich auch gute Dinge tun kann. Das habe ich versucht, so gut wie möglich umzusetzen, bis zum heutigen Tage. Mhm. Aber irgendwie hat es mich immer in Schwierigkeiten gebracht. Also, hören Sie. Ich habe jetzt mir schon mal einen ersten Eindruck gemacht. Machen Sie sich erstmal hier gemütlich. Und ich werde dann nochmal auf Sie zukommen, okay? Herr Eich? Ja. Ich finde, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hatte permanent nur Angst und fühle mich an einen Ort, an dem ich mich nicht sicher fühle und sogar gefilmt werde. Aber Sie waren da. Und haben ein offenes Ohr für mich gehabt. Das weiß ich Ihnen sehr zu schätzen. Gerne, dafür bin ich hier. So, dann machen Sie sich gemütlich. Da vorne ist noch ein Wasserspender. Sie können rein theoretisch auch reinpissen oder kacken. Ich würde davon abraten, aber wenn Sie es machen, hinter Ihnen wäre Klopapier. Okay, dankeschön, das weiß ich sehr zu schätzen. Okay, der Herr konnte mir ein Bild machen. Fuck. Ja, das wird eine Nachtschicht. Moment. What? Moment, meine Mute-Taste funktioniert. What the fuck? Test. Ich bin im Teamspeak nicht mehr im Channel. No, was passiert? Wurde ich gebannt? Was passiert? Social Justice for All. Support Service. Support kenne ich mich aus.